warum wir eine feministische Außenpolitik brauchen. Woran denkst du, wenn du den Begriff Außenpolitik hörst? Vielleicht an Männer in einem verrauchten Hinterzimmer, die über das Schicksal von Millionen Menschen entscheiden? Diese mächtigen Männer haben sicherlich nicht immer die besten Entscheidungen für die Menschheit getroffen. Was wäre, wenn die außenpolitischen Entscheidungen von Menschen getroffen würden, die auch alle Teile unserer Gesellschaft repräsentieren? Wo also die Rechte aller und eine faire Verteilung der Ressourcen Priorität hätten? Das ist eines der zentralen Ziele der feministischen Außenpolitik. Laut UNO ist die Gleichstellung der Geschlechter ein stärkerer Indikator für die Friedfertigkeit eines Landes als etwa der Grad der Demokratie oder das Bruttoinlandsprodukt. Wo Gleichberechtigung die Norm ist, ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass ein Staat Gewalt anwendet, foltert oder die Menschenrechte missachtet. Und es kommt seltener zu Kriegen und Konflikten. Feministische Außenpolitik fordert jedoch mehr von uns als nur die Gleichstellung der Geschlechter. Es ist eine neue außenpolitische Denkweise, die Menschenrechte in den Mittelpunkt stellt. Feministische Außenpolitik ist eine Abkehr von der traditionellen Auffassung, dass die Sicherheit des Staates Vorrang vor allem anderen haben sollte. Stattdessen rückt sie die Sicherheit der Menschen in den Mittelpunkt. Das bedeutet unter anderem, patriarchale Strukturen aufzubrechen und die Art und Weise, wie wir über Sicherheit, Verteidigung, aber auch Entwicklungspolitik denken, zu erweitern. Sowohl im globalen Norden als auch im globalen Süden erleben Frauen tagtäglich Diskriminierungen und geschlechtsspezifische Gewalt. Länder, die in ihrer Außenpolitik einen feministischen Ansatz verfolgen, sehen diese Repression nicht als Randthema, sondern als bedeutendes Hindernis für Stabilität und Frieden. Sie kämpfen dagegen an, indem sie feministische NGOs, MenschenrechtsverteidigerInnen und LGBTQI+-AktivistInnen an vorderster Front unterstützen, indem sie mehr und flexiblere Finanzmittel zur Verfügung stellen und Visumsprozesse beschleunigen, indem sie mit der Zivilgesellschaft zusammenarbeiten, um Menschenrechtsverletzungen zu dokumentieren. In Kriegsgebieten wie der Ukraine oder dem Jemen sind es oft Frauen, die sichere Zufluchtsorte schaffen, um ihre Gemeinschaften vor Angriffen zu schützen. Mit ihrem einzigartigen Wissen über lokale Konflikte können Frauen dazu beitragen, einen stabilen Frieden vor Ort auszuhandeln. Und wenn der Frieden hergestellt ist, können Frauen und marginalisierte Menschen eine wichtige Rolle bei der Stabilisierung und weiteren Krisenprävention spielen. Studien zeigen, dass Friedensverhandlungen ohne die Beteiligung von Frauen oftmals keine Aussicht auf Erfolg haben. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Friedensabkommen innerhalb von 2 Jahren scheitert, steigt dann um 20%. Ein traditionelles Verständnis von Außenpolitik schließt Frauen in der Zivilbevölkerung oftmals vom Diskurs aus. Eine feministische Außenpolitik erkennt jedoch ihren wesentlichen Beitrag in der Gesellschaft an und unterstützt ihre Arbeit, um bewaffnete Konflikte zu beenden. Aber der Kampf um unsere gemeinsame Sicherheit ist viel umfassender. Letztendlich geht es um die Zukunft unseres Planeten. Frauen und Mädchen, insbesondere in indigenen Communities, sind oft die Ersten, die die Auswirkungen des Klimawandels zu spüren bekommen. Aber meist die Letzten, deren Erfahrungen und Expertise Gehör finden. Deshalb ist es unerlässlich, ihre Anliegen in den Mittelpunkt zu stellen. Das ist auch der Grund, warum wir insbesondere die Erfahrungen der Menschen in den Ländern des globalen Südens berücksichtigen müssen, um systematischer gegen Ungerechtigkeiten vorgehen zu können. Feministische Außenpolitik besitzt das Potenzial, unser Verständnis von Frieden und Sicherheit radikal zu verändern und hilft uns, einen positiven strukturellen Wandel voranzutreiben. Dazu müssen wir unsere Politikerinnen und Politiker auffordern, zuzuhören, anstatt zu spalten. Wir müssen sie verpflichten, Bündnisse auf der Grundlage gemeinsamer Werte wie Gleichheit, Gerechtigkeit und von demokratischen Freiheiten zu schließen und zu verteidigen. Und vor allem müssen wir dagegenhalten, wenn die Rechte von Frauen und Minderheiten bedroht sind. Denn nur wo Frauen und Minderheiten sich sicher fühlen, sind wir alle sicher.